So, hier soll es in diesem Video um den Kausalzusammenhang und die Wechselbeziehung gehen und was das beides ist. Nehmen wir an, wir machen eine Messung unter Kindern. Wir messen die Körpergröße und wir messen die Matheleistung. Also wir haben so einen Test für alle Schüler und wir messen dann, wie viele Punkte sie bei diesem einen Test kriegen. Und Schüler der ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, allen Klassen machen den Test. Den Test könnt ihr, wenn ihr wollt, auch selber gerne mal machen und dann stellt ihr nämlich sowas fest hier. Je größer die Körpergröße ist, desto mehr Punkte erreichen sie in diesem Mathe-Test. Und nur noch mal kurz für alle, die diese Punkte nicht so gewohnt sind, was heißt das konkret? Guck mal, wir haben hier einen Punkt. Guck mal hier, ups, das soll eine gestrichelte Linie sein, so. Und dieser Junge ist, keine Ahnung, 1,60 groß. Boah, die da hinten sind echt groß dann. Und der hat, keine Ahnung, Punkte von, ja, 50 Punkte hat er. Ein Punkt repräsentiert also ein Mensch mit einer Körpergröße, die auf der X-Achse festgelegt wird. Und eine Mathe-Punktzahl, die auf der Y-Achse festgelegt wird. Mach das mal wieder weg hier. So, und wenn wir genug von diesen Messungen machen, dann erhalten wir hier so eine Wolke halt. Und dann stellen wir, dann machen wir, wenden wir alle unsere Regeln an und finden dann tatsächlich eine Kurve, die ungefähr beschreibt, wie diese Wolke weitergehen wird. Und stellen dann fest, ey geil, wenn du 4 Meter groß wärst, dann wärst du einfach der Überbringer in Mathe. So, was ist hier passiert? Übrigens, dieser Test funktioniert tatsächlich so, das Ergebnis sieht tatsächlich so aus. Warum ist das so? Weil natürlich Erstklässler wesentlich kleiner sind als, keine Ahnung, Zehntklässler oder Zwölftklässler. Das heißt, wenn alle den gleichen Test machen, dann werden natürlich die Erstklässler diese ganzen Matheleistungen gar nicht erbringen können. Die können keine Sinus-, Cosinus-Rechnung, keine Ableitung und sowas machen. Das können nur die Zehntklässler. Und die Zehntklässler sind aber größer. Und dadurch kommt das halt zustande, dass es so aussieht, als ob die Körpergröße die Matheleistung bestimmen würde. So, was wir hier haben, ist eine Wechselbeziehung. Kein Kausalzusammenhang. Und das ist wichtig. Bei der Regressionsanalyse suchen wir einen Kausalzusammenhang, keine Wechselbeziehung. Beim Kausalzusammenhang ist es so, weil, wichtig ist, weil das x so ist, wie es ist, ist das y so. Also aus diesem x folgt das y. Was wir hier haben, ist mehr sowas wie, naja, das x ist so und das y ist halt so. Also das ist nicht so, dass weil das x so ist, nur weil die Körpergröße so ist, ist die Matheleistung so. Das ist nicht die Ursache. Die Körpergröße ist nicht die Ursache für die Matheleistung. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil diese Kurve hier, wenn es jetzt anders, das Ergebnis der Regressionsanalyse kann keine Kurve sein, wenn es keinen Kausalzusammenhang gibt. Wir wollen nur Kausalzusammenhänge haben. Warum wollen wir die haben? Weil. Jetzt habe ich die weggemacht, ich meine sie einfach nochmal. Weil wir wollen ja sagen können, zum Beispiel, okay, nehmen wir an, es gäbe einen Kausalzusammenhang zwischen Körpergröße und Mathe, dann wollen wir sagen können, okay, wer größer ist, der ist klüger, dann müssen wir einfach größere Menschen züchten, weil die sind klüger. So, wenn das aber kein Kausalzusammenhang ist, dann bringt es uns auch nichts, wenn wir wissen, wie das hier oben aussehen würde. Weil im echten Leben lässt sich ja das nicht umsetzen. So, aber das nur zum Thema Wechselwirkung, Entschuldigung, Wechselbeziehung und Kausalzusammenhang.